Kanton Uri als Durchfahrtskanton gleicht einer einzigen grossen Baustelle. Aber das scheint nur auf den ersten Blick so. Wenn man genauer her schaut, findet man trotzdem noch einige schöne Stellen. Wie hat sich das Reissdelta entwickelt? Welche Tiere und Pflanzen leben dort und wie viel Natur ist es wirklich? Wir wollen ein Gebiet vorstellen, wo der Mensch nach seinen Möglichkeiten der Natur zurückgegeben hat. Wir haben mit dem Experten Urs Wüttrich, der lange Zeit Präsident der Reissdelta-Kommission war und als Biologielehrer an der kantonalen Mittelschule Uri unterrichtet, einen Spaziergang am Ufer des Urnersee gemacht. Wir haben ihn dann gefragt, was eigentlich der Grund für das ganze Delta-Projekt war und wie das Delta früher ausgesehen hat. Der Reuss ist hier, das ist der alte Reusslauf, in Urnersee gelaufen. Und weil man dermassen grosse Schäden hatte, hat man sich Gedanken gemacht, wie könnte man das lösen. Und man ist auf die Idee gekommen, vorher die Reuss zu kanalisieren, sodass die Schnur gerade in Urnersee läuft. Das Ganze war allerdings nicht ganz problemlos. Das von der Reiss transportierte Material ist in See geschossen und hat sich nicht mehr am Ufer abgelagert. Wegen dem und wegen dem Kiesbau in dieser Region ist die Uferlinie immer weiter zurückgegangen. Wenn man hier abbaut, dann gibt es hier eine Steilzone statt der Flachwasserzone. Der Wellenschlag hat das Ufer angefangen zu erodieren. Wenn wir schauen, was ist mit der Uferlinie passiert, kann man sagen, das ist bis zu 300 Meter ist die zum Teil zurückgegangen. Für Fischer, Bauern und viele andere Interessenten war es aber nicht ganz egal, was mit diesem Gebiet passiert. Darum haben sich Gedanken gemacht und nach einer Lösung gesucht, die für alle akzeptabel war. Das Delta, das wir heute sehen, das ist an der ETH in einer Halle 1 zu 70 nachgebaut worden. Und man hat dort Steinchen zum Beispiel verkleinert, man hat Hochwasser simuliert, man hat geschaut, wie schwemmt sich das auf. Man kann heute sagen, das hat eigentlich genau so funktioniert. Entstanden ist das Gebiet, wie man es heute kennt. Mit Naturschutzzonen und Badeinseln. Die Inseln und die gesamte Neugestaltung des Delta haben natürlich auch immer mehr Besucher angezogen. Der Urs Wüttrich erklärt aber, dass die meisten Besucher keine grossen Probleme verursachen. Die Abgrenzungen zwischen Naturschutzgebiet und Erholungsgebiet hat man möglichst so gemacht, dass man es nicht merkt, dass man nicht einen Haufen Wegweiser und Tafeln braucht. Es sind überall Gräben, Wassergräben, wo man eigentlich nicht durch kann. Und wenn man von der anderen Seite her schaut, dann ist es klar, da darf man nicht rein. Genauso wichtig wie die entstandenen Erholungsgebiete sind aber auch die Ergebnisse für die Natur gewesen. Im Bereich von Mississippi sind in den 70er Jahren noch Kinder in den Baggerlöchern vertrunken. Mit dem Material aus der Umfahrung Flielen und der Neod-Baustelle hat man die Baggerlöcher aufgefüllt und gleichzeitig Flachwasserzonen geschaffen. Sobald als man den alten Wasserlauf wieder angebracht hat, sind Bachforellen wieder aufgestiegen. Es sind neun Augen, also eine ganz urtümliche alte Fischart, die man Jahrzehnte vermisst hat, plötzlich wieder da gewesen. Und man kann generell sagen, dass wenn man ein bisschen Glück hat, man da Sachen sieht, die man fast ausflippt. Unter anderem, manchmal, selten leider, der Reissvogel. Wir haben hier auf diesen Kiesbänken Wattvögel, die in diesen Pfützen stochern, Flussufer. Läufer, Flussregenpfeifer sind so Beispiele, aber es hat vor allem überwinternde Vögel. Das Gebiet des heutigen Reissdelta
ist es Naturschutz und auf den ersten Blick auch ein natürliches Gebiet. Man sieht oder man ahnt, dass das sehr eine wechselhafte Landschaft ist, dass das eine dynamische Natur ist und das ist spannend von der Tier- und Pflanzenwelt her, aber auch von der Geografie her. Aber steckt nicht doch der Mensch hinter all dem? Wenn im Kanton Uri einfach der Natur den Lauf klar wird, dann wären wir im wahrsten Sinne des Wortes die Waldstädter. Dann hätten wir weder Alpen, wo man bestossen kann, noch hätten wir da unten irgendwelche Riedflächen, geschweige denn grüne Wiesen, die mehr Ertrag bringen. Die ganze Landschaft ist in dem Sinn nicht eine Naturlandschaft, sondern eine Kulturlandschaft. Und doch ist das Reissdelta ein Gebiet, das von der Bevölkerung als Natur wahrgenommen wird. Und für Urs Wüttrich? Für mich selber ist es dann Natur, wenn ich eher ein bisschen Ruhe habe. Also ich gehe selten im Sommer unter Tagen an einem schönen Tag hier runter, die Natur geniessen. Und trotzdem reisst es mich natürlich, den Fotoapparat zu nehmen. Es ist aber oftmals, wenn es ein regnerischer Tag ist, gerade so schön, ob man findet dort die Natur einfach anders. Und tatsächlich, mit den ersten Regentropfen verschwinden auch die Leute. Und die Natur zeigt sich von einer anderen, aber nicht weniger schönen Seite. Das Gebiet vom Reissdelta gehört jetzt wieder ganz den Tieren. Das Reissdelta hat eine bewegte Geschichte hinter sich, die von den Menschen massgebend geprägt worden ist. Und obwohl der Mensch auch heute noch Eingriff vornimmt, ist ein Gebiet entstanden, wo, wenn auch nicht natürlich, zumindest naturnah ist.